Herzlich willkommen, ich begrüße euch recht herzlich von meinem Boot und hier ist das Video, was einige von euch sehen wollten. Heute stelle ich euch mein Boot vor. Stelle ich euch mal die Leute vor, mit denen ich hier am Wasser bin. Hallo. Der Basti, André. Hi. Hallo. Das Boot, was ich habe, ist ein Express HD 18 VJ. Nähere Informationen könnt ihr euch auf jeden Fall runterholen bei der Seite instinktbassboots.de. Da könnt ihr es in Deutschland auch beziehen. Das sind die direkt Vermarkter in Deutschland. Grunddaten 5,49 Meter mal Breite 2,25 Meter. Hier, diese Breite, kann man mal gut abmessen, sind genau in Maß 2 Meter. Wenn der Fisch diese Länge ausfüllt, dann habt ihr die Granate von 2 Meter überlistet. Ja. Im Inneren habe ich Platz für zwei Personen, die wirklich bequem nebeneinander liegen können, ohne dass sie sich auf den Keks gehen. Oder es sei denn, man möchte sich auf den Keks gehen. Ich habe hier eine ganz normale, handelsübliche, einfache Isomatte zu liegen. Und darunter, das weitaus Wichtigste für mich, sind Yogamatten. Ja, die gibt es in allen möglichen Größen zu kaufen. Ja, hier habe ich dann die nötigsten Materialien, die ich so brauche. Da habe ich meinen wasserdichten Sack mit Klamotten. Den habe ich immer gerne in der Nähe. Dann habe ich jetzt hier zusätzlich noch jetzt bei dieser Tour eine Heizung bei. Wird primär nur benutzt, um, ja, wie gesagt, die Kamera auf Temperatur zu kriegen. Oder halt die Luftfeuchtigkeit raus aus dem ganzen Bootzelt. Mein Kamerakoffer. Und so bin ich eigentlich schon ausgestattet. Bei den Jungs von instinktbassboats.de habe ich mir, boah, das war jetzt so richtig schön Werbung, ne? Also bei den Jungs habe ich mir bestellt eine Seitenkonsole, weil diese Mittelkonsolen aus meinen Augen, aus meinem Dafürhalten, nehmen zu viel Platz weg. Hauptbestandteil dieser Konsole ist mittlerweile ein Hummingbird Helix 10 der dritten Generation. Natürlich dieses Mega Side Imaging Plus und fuck bin ich, wie es alles heißt. Das ist hier verbaut. Dann eine Steckleiste, um Zigarettenanzünder anschließen zu können oder Geräte, die mit Zigarettenanzünder geladen werden. Natürlich USB-Anschlussstellen und hier unten eine komplette Schalterleiste, womit ich verschiedene Verbraucher anschließen kann. Eine Pumpe, eine Lenzpumpe, die kann ich permanent laufen lassen oder halt dann sensorgesteuert, wenn ich in der Nacht dann draußen bin. Ansonsten kann ich alles tot machen oder kann auch alles laufen lassen. Standardinstrument von Mercury, das Smartcast-Instrument, Betriebsstunden, Drehzahl, Temperatur, die wichtigsten Informationen sind da drauf. Ich habe mir ein kleineres Lenkrad draufgebaut, weil ich bin nicht der Freund von riesengroßen Lenkrädern, muss einfach auch ein bisschen stimmig sein. Hier ist mein Schalthebel. Ihr seht ganz normal Aufbau vom Boot im Prinzip. Ne? Besondere noch weiterhin ist bei diesem Boot, ich habe mir bei den Jungs von Instinct Bass Boots verstellbare Routenständer geordert, die ich wirklich in jeder Richtung reinpacken kann. Und wo wir jetzt gerade unterwegs sind, hier dürfen wir auch Schleppangeln. Das ist ja auch so ein Problem, was ich schon mal gesagt habe. Und die beiden Jungs haben gerade mitbekommen, dass es wirklich ein Problem ist. Ne? So, gehen wir mal rüber. Ich mache mal den Motor runter. So, das ist ein Standard 50 PS Mercury Motor. Ich habe mich ganz bewusst für dieses Modell entschieden, weil ich, sage ich mal, ein bisschen Hubraum, Spielraum nach oben habe. Und den werde ich nie an die Leistungsgrenzen bringen, diesen Motor. Extrem spritsparend und ist schon eine schöne Angelegenheit. Und ich bin eher der Typ, ökonomisch zu fahren, spritsparend, als wenn ich hier Vollbefeuerung von 90 PS ranmachen kann. Also ich kann an diesem Boot 90 PS ranmachen und brauche ich nicht. Was haben wir hier schon? Hinten haben wir eine riesengroße Klappe und großen Stauraum. Da habe ich jetzt im Moment genügend Benzinkanister drin, da ist jetzt meine Warthose drin, Futter, da kommt normalerweise auch mein Fässchen rein, wo ich dann die Köderfische hält. Als Bootzelt habe ich das Ehmanns Bootzelt gewählt, einfach weil es perfekt auf das HD 18 passt. Und da braucht man nicht großartig rumtüfteln. Und ich habe hier Klampen verbaut, weil ich die sowieso öfters brauche zum Ankern, wenn ich kein Bootzelt zum Beispiel drauf habe. Und da ist das ganze System mit Hilfe von diesen Gummibändern
fixiert. Und damit kann ich sogar 40 km/h fahren, ohne dass was passiert ist. Schneller bin ich noch nicht gefahren, habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht getraut mit diesem Zelt oben drauf. Dürft ihr aber nicht machen, sollt ihr auch nicht machen. Was ist noch interessant? Hier vorne habe ich in der Regel eine Kühltasche, dann noch eine Tackle-Tasche plus jetzt aktuell noch eine Gasflasche, aber die ist normalerweise weg. Ja, und das war es im Prinzip gewesen. Dann bauen wir nachher das ganze System ab und dann seht ihr, wie es aussieht, wenn ich dann losfahre zum Spotwechsel oder generell zu neuen Stellen fahre, um Geschwindigkeit und Kilometer zu machen. Ansonsten so fahre ich dann immer so easy peasy. Das Ziel ist der Weg. Es geht jetzt an Zusammenbauen und jetzt seht ihr, wie ich das komplette Boot im Prinzip hier drinnen verschwinden lasse oder der ganze Tackle. Und dann habe ich eine relativ wenig Material hier auf dem Boot rumzuliegen. Passt alles hier und nach vorne irgendwie rein. So, ich höre auf zu labern, weil Zeit ist knapp. Alle Sachen jetzt verstaut, kommt nur noch ein Vertikalbesteck hier rein, Mülltüte, Abhackmatte immer griffbereit, ja, und dann, ja, Rest ist eigentlich alles hier drin verschwunden, was ihr irgendwie vorher gesehen hattet, alles clean. Ihr seht, ich habe alles in dieses Boot reinbekommen und ich bin jetzt wirklich in der Lage, ja, eine Woche am Wasser zu bleiben, was wir jetzt auch gemacht haben, also Extremfall anderthalb Wochen sogar. Sollte euch dieses Video gefallen haben, liken, kommentieren, natürlich ein Abo dalassen. Alle Informationen zu diesem Boot findet ihr in der Videobeschreibung und ich wünsche euch in der Zukunft viel Spaß mit euren HD 18VJ. Ciao, wir sehen uns bis dann.